bin Birgit van der Beke. Mein Buch heißt Die Frau mit dem Hund und beide werde ich jetzt vorstellen. Bis zu jenem Oktoberabend war der 7. Distrikt ruhig und friedvoll gewesen. Die Bewohner waren damit beschäftigt, Bonuspunkte und Sterne zu sammeln, um das bevorstehende Weinfest angemessen begehen zu können. Sie bereiteten sich auf die Übertragung des Wettbewerbs der Kulturen vor, eines der wichtigsten Medienereignisse des Jahres, und außerdem hatte Kabel 7 eine neue Show aufgelegt, Cozy Home, bei der man anrufen, an einer Meinungsumfrage teilnehmen und, wenn man unter die ersten 50 Anrufer kam, etwas Schönes für die Wohnung gewinnen konnte. Jule Tenbrock beeilte sich auf dem Heimweg, um den Anfang nicht zu verpassen. Im Supercar hatten sie indische Woche und Jule nahm die Komplettbox Maharani, Käsecracker, Kichererbsenmasala und Obstsalat von exotischen Früchten, hielt rasch noch im Coffee Point, um einen Cappuccino zu holen und schaffte es dann in weniger als 8 Minuten mit dem Pappbecher in der Hand nach Hause. Schon 2 Wochen vor Beginn der Sendung waren die Gewinne in den Vitrinen der Stiftung auf der Meile ausgestellt und beschildert. Nostalgisches Seifenregal, 4 geschmackvolle Trio-Schalen für Snacks mit farbenfrohem Silikonuntersetzer, eleganter Zeitungsständer, hochwertiges Bettwäscheset und Jule Tenbrock war erpicht auf das romantische Blumenservice. Unzerbrechliche Luminose, geschwungene Linie, Grundfarbe weiß, wahlweise mit Kornblumen oder Klatschmohndekor. Jule hatte eine Schwäche für schöne Dinge. Sie träumte von dem Candlelight-Dinner aus dem Spot, mit dem Cozy Home angekündigt worden war. Die rote Tischdecke der Lotus-Serie hatte sie längst in ihrem Schrank. Zusammen mit dem passenden Besteckset, den beiden Kerzenhaltern und den Gläsern für Weiß- und für Rotwein hatte sie bereits im Vorfeld der neuen Show eine Menge Punkte in das Candlelight-Dinner gesteckt. Clemens wollte sie von dem Dinner erst etwas sagen, wenn sie das Geschirr auch wirklich in den Händen hätte. Und beim Dinner dann würde sich zeigen, ob aus Clemens und ihr etwas werden könnte. Im Treppenhaus nahm sie sich rasch die Angebotsinfos, die in 3 Bündeln auf dem Boden lagen. Die Schnüre waren schon aufgeschnitten und lagen daneben. Schlamperei, dachte Jule und hob sie auf. Der neue Hausdienst war einfach nicht auf der Höhe. Sie nahm 2 Stufen auf einmal. Solche kleinen Übungen sind unerlässlich für eine gute Figur und war außer Atem, als sie im obersten Stockwerk ankam und beinahe über das formlose graue Bündel gestolpert wäre, das da mitten auf der Treppe abgelegt worden war. Im nächsten Moment ging das Licht aus. Jule Tenbrock stieg an dem Bündel vorbei die letzte Stufe hoch und suchte den Knopf neben ihrem Namensschild. Sie würde sich bei der Stiftung über den Hausdienst beschweren, der etwas unförmig Graues vor ihrer Tür abgeladen hatte, das hier ganz sicher nicht hingehörte. Es war stockfinster im Flur, der verdammte Lichtschalter war nicht zu finden. Jule konnte die Hand vor den Augen nicht erkennen, aber sie konnte etwas riechen. Und plötzlich war es aus mit der Ruhe im 7. Distrikt. Im Bruchteil einer Sekunde verflog Jules Unmut. Ihr Ärger verwandelte sich in Herzrasen und blanke Panik. Das Bündel roch eigenartig. Es roch lebendig und ganz eindeutig unsauber, unhygienisch. Der Lichtschalter war nicht dort, wo er hätte sein müssen. Jules Hand war nicht so ruhig, wie sie hätte sein müssen, und aus dem unhygienisch riechenden grauen Bündel kamen jetzt Töne. Etwas seufzte, schnaufte und röchelte unmenschlich aus dem Bündel heraus. Es machte Töne, die Jule nicht kannte. Endlich wurde es wieder hell im Treppenhaus. Jule wollte nichts weiter, als in ihre Wohnung verschwinden und geschützt sein vor diesem keuchenden Ding auf der Treppe. Sie wandte ihm den Rücken zu und versuchte, es einfach nicht gesehen zu haben. Aber sie hatte es gesehen, bevor das Licht ausgegangen war, und in ihrem Rücken schnaufte es weiter.
und dann fing es an zu sprechen. Entschuldigung, sagte das Ding. Es hatte eine klare, junge Stimme. Jule hielt in ihrer Bewegung inne, sah angestrengt ihre Wohnungstür an und dachte nach. Dann drehte sie sich langsam um. Oben schaute jetzt ein ungekämmter Kopf mit schwarzen Haaren aus dem Bündel heraus und sagte, Entschuldigung, aber ich weiß nicht, wo ich hin soll. In der bläulichen Treppenhausbeleuchtung sah Jule, dass das Graue einmal ein Mantel gewesen sein musste. Ein sehr großer, uralter, doppelreich geknöpfter Herrenmantel, in dem heute ein weibliches Wesen steckte. Aus dem Inneren des Mantels schnaufte es weiter. Das Wesen selbst schnaufte nicht, also musste da noch jemand im Mantel stecken. Jule schwieg. Das Wesen mit den wirren schwarzen Haaren schlug kurz den Mantel auseinander und sagte, »Ich und Jaja wissen nicht, wo wir hin sollen.« »Das ist ein Hund«, sagte Jule entsetzt beim Anblick des schnaufenden Tiers. Jaja war ein Hund. Jule begriff auf der Stelle, dass dieses weibliche Wesen nicht aus dem 7. Distrikt und auch aus keinem der anderen Distrikte kommen konnte. Auf dem gesamten städtischen Gebiet waren Tiere nicht zugelassen. Hund, Katze, Maus, gesundheitlich ein Graus. Tiere gab es im Tierpark. Jule hatte sich einmal von Clemens dazu überreden lassen, ihre Freizeitsterne für eine Busfahrt in die Erlebnisarena zu nutzen. Alle schwärmten von dem magischen Wochenende mit Spiel, Sport und Spaß. Und schließlich war sie Clemens zuliebe Autoscooter gefahren, hatte sich auf den Action Tower zerren lassen, in die Achterbahn, auf die gigantische Spiralrutsche. Und zuletzt hatte auch ein Besuch im Tierpark auf dem Programm gestanden, mit der Bäreninsel, den Flamingos, den Zebras, einem Giraffenhaus und dem Seelöwenbecken. Die Abteilung Antarktis war geschlossen gewesen, weil die Pinguine Malaria hatten. Wie auch immer, Tiere gab es im Tierpark und die Erlebnisarena war nicht Jules Sache. Dieses Wesen jedenfalls, das mitsamt seinem Hund vor Jule Tenbrocks Wohnung im Treppenhaus saß, konnte nicht von hier sein. Es musste von draußen kommen. Draußen, dachte Jule. Draußen war Detroit. Sie spürte, wie sich bei diesem Gedanken das kalte Entsetzen in ihrem Inneren ausbreitete, vom Magen nach oben hochkroch bis in die Brust, in den Hals. Draußen. Das waren die ehemaligen Fabrikbezirke um die Stadt herum, die schon vor Jahrzehnten aufgegeben worden waren, stillgelegt, sich selbst überlassen. Draußen gab es keine Ordnung, keine Stiftung, keinen Fernsehsender, keine Bonuspunkte und Sterne, keinen Telefonservice. Das war der gesetzlose Gürtel am Rande der Stadt. Das waren Kriminelle und Banden, die sich nachts durch die verlassenen Straßen trieben, dunkle Gestalten, Zeugnisse einer untergegangenen Zeit, Reste des letzten Jahrhunderts, die längst vom Netz der Gemeinnützigkeit genommen waren. Da hinten herrschen Zustände wie im alten Detroit, sagte Clemens, wenn die Medien über die Zustände in den vorstädtischen Problemzonen berichteten. Die Nachrichten brachten regelmäßig Schreckensmeldungen. Häuser wurden geplündert und abgefackelt, von Prügeleien war die Rede. Sogar Schießereien sollte es dort geben. Und am bedenklichsten waren die Orgien, die die Banden veranstalteten. Sie nahmen gefährliche Substanzen zu sich und fielen übereinander her. Die Folge waren grassierende Krankheiten und die Verbreitung bedrohlicher Seuchen, die nur mit Mühe von den innerstädtischen Distrikten ferngehalten werden konnten. Jule wusste nicht so genau, was Detroit war, aber Clemens war mit dem Bus schon mehrmals zu einem seiner Einsätze in den Stiftungslaboren durch den Vorstadtgürtel hindurchgefahren. Er wusste, wovon er sprach, und sagte, das, was sie in den Nachrichten bringen, ist noch harmlos gegen die tatsächlichen Zustände. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. In Wirklichkeit traut sich da gar kein Reporter rein, weil keiner Lust hat, abgeknallt zu werden oder sich irgendwas einzufangen. Inzwischen sagte auch Jule Detroit, wenn sie von den Außenbezirken sprach.
Viele Bürger und Bürgerinnen im 7. Distrikt sagten Detroit dazu, ohne genau zu wissen, was das war. Dahinter fingen die Felder an, die manchmal im Fernsehen kamen. Der Weizen, der Mais, der Raps, der Kohl. Felder, soweit das Auge reichte. Die Gewächshäuser mit den Erdbeeren und Tomaten. Und die Labore, Fertigungszentren, Kühlhallen, die Schlachthöfe, Verladestationen. Die gesamte Forschung und Versorgung. Jule schaute auf das Bündel vor ihr. Sie hatte noch nichts gesagt, weil man nicht sagen kann, wenn ein Wesen mit Hund im Treppenhaus sitzt und nicht weiß, wo es hin soll. Es war schwer zu entscheiden, ob es eine Frau oder ein Mädchen war. Der Hund hatte aufgehört mit seinen Tönen. Er hatte eine spitze Nase aus dem Mantel herausgestreckt. Jule sah zwei dunkle Schlappohren und einen Hals mit honigfarbenen kurzen Haaren. Das Tier verfolgte die Situation mit wachsamen braunen Augen, aber sein Geruch wurde immer stärker und unangenehmer. Unhygienisch, dachte Jule. Sie hielt den Lichtknopf mit dem Zeigefinger gedrückt, um nicht noch einmal mit diesen fremden Eindringlingen vor ihrer Wohnung im Dunkeln stehen zu müssen, und fragte sich, was sie ausgerechnet von ihr wollten. »Was wollen Sie hier?«, sagte sie schließlich. »Weiß nicht«, sagte das Wesen. »Sonst war nirgends offen und hier war die Tür nicht eingerastet.« »Dieser Hausdienst«, dachte Jule, aber in dem Moment hörte sie unten die große Doppeltür ächzen und kurz darauf die unregelmäßigen Schritte von Abramowski. Sie wusste, jetzt hatte sie nicht mehr viel Zeit. Im Treppenhaus roch es nach Tier. Jule spürte einen Anflug von Übelkeit und Unwillen. Was wollten die hier? Über der rechten Augenbraue des Wesens sah sie einen blutigen Riss. Vier Augen starrten ihr ins Gesicht und Abramowski kam in großen Schritten nach oben. Mit der Ruhe im 7. Distrikt würde es vorbei sein. Sie würde ihrem Nachbarn nicht gut erklären können, wer dieses Wesen war. Wesen mit stinkendem Hund. Also schloss sie rasch die Wohnungstür auf, legte einen Zeigefinger auf die Lippen, scheuchte die Frau mit dem Hund nach drinnen und machte die Tür wieder zu, bevor Abramowski den 4. Stock erreicht hatte. Dann legte sie das Ohr an die Tür und wartete, bis die Tür gegenüber geschlossen wurde.